Ist der Schlaf eigentlich auch relevant für die Partnerschaft? Unbedingt. Wir unterscheiden zwischen Lerchen und Eulen. Die Eulen sind diejenigen, die abends nochmal fit werden und gern weggehen, was unternehmen oder noch was arbeiten. Und die Lerchen sind diejenigen, die abends, wenn die Eule nochmal fit wird, schon eigentlich die Bettkarte gezwickt hat und gern ins Bett gehen würden. Aber morgens um 6 Uhr, wenn für die Eule noch mitten in der Nacht ist, dann sind die fit und stehen auf, was bringt mir der Tag? Und in Beziehungen dachte man immer, wenn so zwei Extreme aufeinandertreffen, das ist Konfliktpotenzial. Aber nein, deren Beziehung hält 7,2 Jahre länger. Auch von der Persönlichkeit unterscheiden sich die beiden Typen. Die Eulen sind eher diejenigen, die emotional nicht so stabil sind, die eher mal eine Aufschieberitis haben, die auf der anderen Seite mehr wechselnde Partnerschaften, mehr wechselnde Sexualpartner haben. Gut, sie haben mehr Möglichkeiten, als das beispielsweise bei den Lerchen der Fall ist. Mhm. Dafür sind die Lerchen die emotional stabilen, die sind diszipliniert. Wenn Arbeit ansteht, dann wird die eher gleich erledigt. Das ist der Vorteil der Lerche. Für die Eule bleibt eigentlich nur übrig, dass sie die kreativeren von den beiden sind. Jetzt fragen Sie sich ganz bestimmt, in Ihrer Partnerschaft gibt es da eine Lerche und eine Eule?